Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir hauen euch wieder ein wenig unnützes Wissen auf die Ohren und auf die Augen. Heute geht es um den 3. Dezember. Christian ist da und ich bin Sashi. Und heute haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das mir ziemlich auf den Keks gehen kann. Ja, Katharina Witt. Ja, Katharina Witt ist ja so eine Labertasche. Die Eisprinzessin. Ja, die ist, ich weiß nicht, also irgendwie hat zwei Goldmedaillen gewonnen, 1984, 1988, alles gut, super, sportlich, ist natürlich eine Kanone. Aber irgendwie, manchmal geht es einem so ein bisschen auf den Senkel. Gut. Alles Gute, Kadi. Ja, alles Gute, Kadi, ja, das ist ja, ist ja nicht unsympathisch, aber manchmal ist es so ein bisschen nervig, finde ich. Naja. Sympathisch war im Jahre 1533 auch eher nicht Ivan der Vierte, auch bekannt als Ivan der Schreckliche. Ivan der Schreckliche. Und 1533 erbte dieser Errichter des russischen Zarenreiches die Großfürstenwürde. Die Großfürstenwürde? Ja. Aha. Was ist die Großfürstenwürde? Das ist für die, sag mal so in der Diktatorenszene ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz bedeutender Titel, den man da bekommt. Ja, das, da kennt sich aus in der Diktatorenszene. Ja, ja. Ja. Also, wenn man da, sag ich mal so, dann in Monaco mit seinen Diktatorenfreunden auf irgendeiner Yacht rumhängt und sagt, hier, ich habe die Großfürstenwürde, ja, dann sagen die anderen, du hast es ja schon weit gebracht. Gibt's ja nicht so oft. Ja. Ne? Ja. Großfürstenwürde. Ja, für Ivan den Schrecklichen. Ivan 1533 am 3. Dezember. 1533 ist er in Monaco auf seinem Schiff. Ja. Da war Monaco, glaube ich, so ein Holzboot. Ja, da sind, damals sind ja noch in Monaco, die rennen ja noch mit Holzautos dann irgendwie. Ja. Ja. Ab Spielbank haben sie keine Jetons, sondern Goldstücke. Goldstücke? Gesetzt, ja. Mhm, genau, ich dachte Muscheln. Ja. Ja. Ich setz 5 Muscheln. Fünf Muscheln auf Rot. Nee, damals gab es Rot noch gar nicht. 5 Muscheln auf das Helle. Auf das Helle, genau. Ja. Stimmt. Ja. So war das damals, 1533, Knaller. In Monaco. Ja, das war der 3. Dezember, Großfürstenwürde und Kati Witt. Mhm. Passt ja ein bisschen zusammen. Ja. Ich sag Cheerio, bis Sophie, bis morgen. Wir sehen uns. Macht's gut, ciao.